Hallo, ich bin die Petra, Physiotherapeutin und Diplom-Sportlehrerin und heute mit Yogi Lates zu einem gesunden, schmerzfreien Rücken und eine bewegliche, mobile Hüfte. Ich will dir gerne auch einen Muskel, den Musculus piriformis, einen birnenförmigen Muskel vorstellen. Er zieht von der Innenseite des Kreuzbeins zum Oberschenkel. Und direkt drunter verläuft unser größter und längster Nerv, der Nervus ischiaticus, von der unteren Wirbelsäule bis in den Fuß. Und wenn der Piriformis verspannt ist, kann er ischiasartige Schmerzen verursachen, ausstrahlende im Gesäß und in den Beinrückseite. Ja? Und wir werden vorbeugend den Piriformis entspannen und kräftigen. Er kann nämlich auch zu schwach sein oder verspannt. Und wenn du hast, dann hol dir noch zwei Tennisbälle. Als erstes tun wir das Powerhouse aktivieren, auf F ausatmen und wir machen uns erst einmal warm. Wir schwingen und entspannen unsere Faszien. Hüfte mitbewege und schön aufrecht. Ja, und mach es etwas breiter und eine liegende Acht. Acht darauf, dass die Knie außen bleiben. Ja, und komm in einen hüftschmalen Stand, Arme öffnen. Und mal eine liegende Acht. Ja. Also wenn wir zu viel sitzen oder uns zu stark belasten, kann Musculus piriformis verspannen. Er hat bei 80 bis 90 Grad macht er eine Einwärtsdrehung in der Hüfte. Ja, wir dehnen mal mit dem Viererzeichen. Und neige uns nach vorne. Ja, Schulter kreise und wechsel mal. Ja, Körpermitte einsauge. Schwinge ein- und auswärts aus der Hüfte. Bei 80 bis 90 Grad macht er eine Einwärtsdrehung in der Hüfte. Und wir dehnen ihn mit dem Viererzeichen. Und neige uns leicht nach vorne. Schulterkreise. In gestreckter Position macht er aber Abspreizung und Auswärtsdrehung. Ja, wir lockern uns. Und auch den Piriformis. Das Knie leicht beuge. Und die Faszien der Beine und Hüftmuskulatur. Ja, Schulterkreise und wechsel mal. Standbein immer leicht beuge und schwinge. Es darf gewackelt werden. Ist gut für unsere tiefe Muskulatur. Ja, Schulter kreise und wir kreisen nochmal aus der Hüfte, Standbein leicht beuge. Ja, er stabilisiert auch die Hüfte und die Beinachse. Und wechsel mal. Ja, acht also immer drauf, Ferse, Außenkante, Großzieherballe. Knie leicht gebeugt, nicht nach innen, weil dann kommen wir in ein Hohlkreuz rein und die Statik verschiebt sich, sondern Dreipunktbelastung, Ferse außerkante Großzieherballe, Knie leicht beuge und kreise. Also auch Übungen, um die Fuß- und Beinachse zu stabilisieren.
Genau, dreh dich mal auf eine Seite. Ferse Außenkante Großzieherballe, Knie durchlässig, nicht nach innen. Dann kommt es zur Einwärtsdrehung der Hüfte und zu einem Hohlkreuz. Ja. Und wir drehen uns mal auf eine Seite. Ausatmung, Einatmung, strecken. Man sagt auch, wenn man eine gut gefüllte oder dicke Brieftasche in der Hosentasche trägt, kann es auch Druck auf der Piriformis, auf den Musculus piriformis kommen und damit auf den Ischias. Und deswegen Geldbörse nicht hinten in der Hosentasche trage, wenn sie gut gefüllt ist, kann zur weiteren Enge führen. Ja. Einatmung lang und Ausatmung. Ja. Im Prinzip beeinflusst sich alles gegenseitig. Ja. Der Piriformis hat Auswirkungen auf der Ischias und andersrum und auch aufs Kreuzbein-Darmbein-Gelenk. Ganz schmales Gelenk hier zwischen Kreuzbein und Beckenschaufel. Ja. Einmal. Dann dreh dich auf eine Seite und schwing ganz locker aus der Hüfte. Ruhiger Punkt anschaue. Und wechsel mal die Seite. Achte darauf, dass das Knie-Fußachse richtig steht. Und schwinge. Ruhiger Punkt anschaue. Und Schulterkreise. Komm ans Ende deiner Matte. Dann Wirbel für Wirbel abrolle. 7 Halswirbel, 12 Brustwirbel und 5 Lendenwirbel in kleiner herabschauender Hund vom Yoga. Ja, wir dehnen die gesamte rückwärtige Faszienlinie und die Beine. Ja, und dann krabbeln wir nach vorne in ein Brett. Und zieh ein Bein an, die Taube, kleine Taube aus dem Yoga. Das Knie, so wie es für dich angenehm ist, ja, ideal wäre so ein rechter Winkel, aber einfach so wie es bei dir gut geht und du dich wohlfühlst, dehnen wir hier den Musculus piriformis. Du kannst auch etwas tiefer kommen. Ja, oder dich ganz ablege. Ja. Lass es ruhig 30 Sekunden oder vielleicht sogar eine Minute wirken. Als Einsteiger vielleicht auch 20 Sekunden. Und wir gehen nochmal zurück ins Brett. Und wechsel mal. Ja, die kleine Taube, zieh dich ganz lang. Und du kannst auch auf die Ellbogen gehen und den Kopf ganz ablegen. Ja, bleib ruhig. Weiter so. Vielleicht auch wieder etwas höher kommen. Und halt es. 20 bis 30 Sekunden, so dass es fürs Knie angenehm ist. Und wir kehren zurück und legen uns ab. Wir ziehen uns erstmal ganz lang zu einer kleinen Cobra und stütze auf Brusthöhe auf und ziehen uns nach Richtung Himmel. Kleine Kobra.
Piriformis-Syndrom. Wenn also Druck auf der Ischias kommt, das ist eine Ausschlussdiagnose. Das heißt, erst wenn andere Ursachen ausgeschlossen sind, Bandscheibenvorfall oder Wirbelkleider, dann kommt der Piriformis in Frage, dass er Druck auf den Ischias macht oder zusätzliche Enge in diesem Bereich. Wir legen mal die Arme zur Seite und kippen immer mit einem Bein Hüftstreckung und Drehung. Und dann komm in Seitlage oder in Unterarmstütz. Schau, dass der Unterarm direkt unter der Schulter ist. Wir sind in einer Linie, Ferse, Bobis, Hinterkopf. Unterarm etwas zu dir herziehen. In Seitlage oder im Unterarmstütz. Einfach so eine liegende Achtmale. Sich schön rausstütze aus der Schulter. Ja, du kannst auch ein bisschen mitschwingen. Komm in ruhige Lage und zieh dich ganz lang. Beine aus der Hüfte, Arme aus der Schulter. Etwas Spannung halte in der Körpermitte auf F ausatmen. Hier lockert sich der gesamte untere Rücken- und Beckenbereich. Ja, und sag mal, vielleicht hast du zwei Tennisbälle. Wenn nicht, macht nichts. Ja, legst es direkt Mitte unter die Pobacke und malst so eine liegende Acht. Wenn du es nicht hast, machst einfach Becken auf und ab. Dann machst diese Übung. Ja, und wenn du Tennisbälle hast, legst du es mittig auf die Pobacke und machst so spiralförmige Bewegung. Und passt entsprechend den Druck an, sodass es dir gut tut. Ich habe auch ein Tennisball-Video, wo ich da ähnliche Übungen mache, nur mit Tennisbälle. Ja? Wir legen es mal zur Seite und gehen bleiben oben in der Schulterbrücke und mache Grätsche, schließe, wenn du willst, auf die Zehenspitze. Ja. Und dann zieh mal ein Bein ran und wir machen das Single Leg Stretch aus dem Pilates, immer ein Bein strecke. Und zieh mal die Beine zum Bauch und öffne. Gelenke entspanne und wechsel auch die Richtung. Alles andersrum. Nimm ein Bein in die Hand, komm hoch zum Sitz. Ja, leg ein Bein in rechter Winkel und das andere Bein aufstelle und mach ein geführtes Hohlkreuz. Zieh dich ganz lang und neig dich etwas nach vorne. Ja. Wichtig ist, dass du in das Becken nach vorne gekippt bleibt und nicht nach hinten, um den Piriformis jetzt hier auf der linken Seite zu dehnen im Sitze. Ja.
wo ich auch mal ein bisschen variieren, Winkelstellung und wechsel mal. Ja, vielleicht hast du auch Seitenunterschiede. Ja, ganz entspannt liegen lassen, wenn es geht im rechten Winkel, aber so wie es mit dem Knie geht. Und jetzt nicht nach hinten hängen, wichtig. Ganz lang ziehen und sich nach vorne neigen. Ja. Was auch gut ist, du legst dir einen Tennisball wieder unter die Pobacke und machst ein Viererzeichen, stützt dich schön raus und so spiralförmige oder kreisende Bewegungen. So Wohlfühlschmerz, aber sich gut rausstützen aus der Schulter, dann ist es auch gut für die Rhomboidee, für die Schulterblattmuskeln. Und das gleiche auf der anderen Seite. Überschlage und wieder auf die Pobacke, ja, und kreise mal. Ja, Wohlfühlschmerz und gleich noch Schulterblattkräftigung. Gut, und dann fass mal beide Beine von außen, wie beim Happy Baby aus dem Yoga, und so rollen wir jetzt auch. Ja. Genau. Sitze im Schwebesitz. Und dann legt man die Fußsohlen nochmal aneinander. Der Schmetterling aus dem Yoga, das Becken nach vorne. Ja, und zieh dich ganz lang aus der Hüfte raus und versuch dich etwas nach vorne zu legen. Ja, so weit wie du, wie es für dich angenehm ist. Auch so ein bisschen verschiedene Winkelstellungen. Such immer mit dem Ausatmen noch etwas weiter zu kommen. Nochmal aufrichten mit dem Einatmen. Eine schöne Innenposition und mitgeführt im Hohlkreuz, versuche noch etwas vorne zu kommen. Ja, dehnt auch den Piriformis. Ja, sehr schön. Und dann geh wieder in Seitlage auf die Seite, die du noch nicht gemacht hast. Unterarm direkt unter die Schulter, eine Faust mache. Bisschen einer Linie. Und mal eine liegende Acht. Und wenn du willst, kannst du hier so mitschwingen. Jawohl. Und dann komm in Rückenlage, egal welche Seite. Und wir dehnen den Piriformis. Nimm in rechter Winkel, die Gegenhand zieht Richtung gegenüberliegender Ellbogen oder Schulter. Ja, das zieht das Kreuzbein-Darmbeingelenk auseinander, das Iliosakralgelenk und den Piriformis. Du kannst hier so ein bisschen spielen, wo ist die größte Spannung? Einfach auch 20 bis 30 Sekunden halten. Und bleib mal im rechten Winkel mit diesem Bein. Das andere überschlage das Viererzeichen auf den Unterschenkel oder Oberschenkel. Und wenn du willst, noch etwas leicht nach außen drücke das Knie. Eine andere Technik. Du spannst etwas in deine Hände rein für 5 Sekunden und du ziehst einfach noch etwas Richtung Bauch, progressiv.
Wechsel mal die Seite. Erst das Bein rechte Winkel mit der Gegenhand Richtung Ellbogen oder Schulter ziehen. Etwas spielen, schauen, wo ist die größte Spannung. Dann kommt zurück, umfasst das Bein von hinten, ein Viererzeichen. Kannst du auf den Unterschenkel ablegen oder Oberschenkel. Ja, Oberschenkel etwas nach außen drücken. Ja, für die Piriformis wäre es jetzt so, du würdest gegendrücken. 5 Sekunden und dann noch etwas wegschieben. Dann leg die Arme zur Seite, die Füße etwas mehr wie Vata breit und kipp die Beine ganz locker von rechts nach links und dreh auch ein- und auswärts aus der Schulter. Ja, nimm ein Bein in die Hand und komm wieder hoch zum Stehen, mit der Fingerspitze zu der Fußspitze, schüttel dich hoch, Schulter kreise. Ja. Stell dich auf eine Seite und zieh auch da das Bein zur gegenüberliegenden Schulter. Mach eine große Schrittstellung, auseinanderziehe den die Wademuskulatur, schau, dass das Knie beim Sprunggelenk bleibt. Und die tiefe Wademuskulatur, indem du das Knie leicht beugst. Wir machen nochmal Viererzeichen und fächern uns, Luft zu. Ja, für die Schulterblattmuskeln, kräftig die Rhomboidee und wechsel mal die andere Seite. Also Bein zur gegenüberliegenden Hüfte, Schulter ziehe, Piriformis dehne, Kreuzbein, Darmbeingelenk auseinanderziehe, große Schrittstellung. Beide Fußspitze zeigen nach vorne, das Knie ist über dem Sprunggelenk. Wade dehne. Das Knie leicht beuge, tiefe Wademuskulatur. Drehen. Und nochmal Schrittstellung groß. Hüftbeuge dehne, lang ziehe. Und loslasse, langziehe, etwas federn und loslasse, federn, Körper ist fest und loslasse. Wechsel mal, nochmal große Schrittstellung, auch der Hüftbeuger dehne und Frontallinie, etwas federn, loslasse. Und nochmal federn und loslasse. Genau. Mit dir noch Oberschenkel, komm wieder auf eine Seite, schau einen ruhigen Punkt an. Ja, du kannst dich auch etwas nach vorne neigen. Dehnen wir den Quadrizeps, Oberschenkelmuskel. Ruhige Punkt anschauen, Körpermitte festmachen, nach vorne neige. Schulterkreise. So.
Also wenn du zwei Tennisbälle hast, dann roll jetzt einfach noch die Füße aus. Ansonsten machst du dir einfach eine Fußmassage im Sitze oder wiederholst nochmal eine Dehnungsübung. Das kannst du abends immer machen, wenn du sitzt und oder im Stehen. Füße ausrollen, die Plantarfaszie. Oft, wir sagen immer in der Physiotherapie, da wo es, also da, wo die Beschwerde herkommen, ist meistens nicht der Ursprung. Oft sind Faszien verklebt oder wie auch so ein Schwamm ausdrücke. Und wechsel mal. Ja, Standbein ist leicht gebeugt oder du machst es im Sitze. Oder du machst dir eine Fußmassage. Oder lässt dir eine Fußmassage machen, noch schöner. Und ausdrücke wie einen Schwamm ausdrücke. Locker die Plantarfaszie. So, ich hoffe, es hat dir gut getan, du fühlst dich entspannter und gerne einen Kommentar hinterlassen, wie es dir mit den Übungen gegangen ist. Meinen Kanal kostenfrei abonnieren und die graue Glocke drücken daneben, dann bekommst du immer Info, wenn ich wieder ein neues Video online stelle. Und sage ich gut gemacht, herzlichen Dank fürs Mitmachen. Ich freue mich schon aufs nächste Mal.